Oh mein Gott, Leute, als ich diesen Knopf in Brawl Stars gedrückt habe, ist wirklich das Unmögliche passiert. Hä, warte, was? Oh mein Gott. Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis. Alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Ja, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Brawl Stars-Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Ja, meine Leute, ich habe heute wieder ein richtig geiles Video für euch vorbereitet. Heute gibt es tatsächlich ein Thema, wo ich noch nie ein Video drüber gemacht habe. Und das ist wirklich echt unglaublich krass. Und zwar geht es tatsächlich darum, was passiert, wenn man eine Saisonbelohnung automatisch einsammelt. Ihr seht da jetzt hier schon mal ein allererstes Gameplay zu, zwar von einer Belohnung, die nicht besonders krass war, aber vielleicht habt ihr das Ganze auch schon mal erlebt, wenn ihr auf einem Brawl Stars Account nach längerer Zeit mal wieder draufgegangen seid, wo ihr einen Brawl Pass gekauft habt oder vielleicht auch nicht gekauft habt und dieser wurde dann automatisch eingesammelt. Und das Ganze kann tatsächlich wirklich komplett eskalieren, wenn man halt einfach mal unglaublich krasse Brawler aus diesen Boxen sozusagen eigentlich hätte gezogen. Aber dadurch, dass man die Boxen nicht manuell aufgemacht hat, wurden diese Boxen ja automatisch geöffnet. Und teilweise haben dann Leute mit einem einzigen Klick wirklich unglaublich krasse Sachen gezogen. Es kann sogar teilweise sein, dass ihr dann aus so einer Belohnung 2 legendäre, 5 mythische, 3 epische, 2 seltene Brawler und so weiter auf einmal zieht. Und in dem heutigen Video stelle ich euch die krassesten Sachen vor. Gebt auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben, abonniert natürlich auch gerne kostenlos den Kanal und aktiviert die kleine Glocke. Checkt meine 2 anderen Kanäle aus, einmal den Kevin Spielt Kanal, auf dem kommt jeden Tag ein Gaming-Video online, was nicht Brawl Stars ist, und den Kevin Light Kanal, auf dem kommt jeden Tag eine neue Reaktion von mir online. Und Freunde, schreibt mir auch gerne mal nach dem Video in die Kommentare, ob ihr so etwas auch schon mal gemacht habt, dass ihr einen Brawl Pass automatisch eingesammelt habt und was ihr dann krasses daraus gezogen habt. So Freunde, beginnen tun wir tatsächlich mit dem guten Ray. Der hat ja einfach mal einen gekauften Brawl Pass aus der Saison 7 eingesammelt und jetzt gucken wir mal, was er daraus gezogen hat. Oh mein Gott! WTF, ihr seht hier einfach mal, er hat einfach mal Buzz, Max, Genie, Jackie, Penny, Rico, die Boxerin, Poco, Barley, den Boxer und einen Buzzkin gezogen. Und dazu noch die Star Power für Karl, noch eine Star Power für Karl, ein Gadget für Karl und noch ein Gadget für Karl gezogen. Das ist ja mal wirklich geisteskrank eskaliert. Und dazu gab es dann natürlich auch noch die ganzen Pins und so weiter und auch noch Münzen und Powerpunkte. Also das Ganze kommt natürlich auch noch mit dazu. Das Ganze hat er dann auf einem weiteren Account gemacht und da schauen wir auch nochmal, was er gezogen hat. Und... was? Digga, wieder 10 Brawler. Oh mein Gott, Mr. P, Griff, Karl, Penny, Daryl, Rico, die Boxerin, Poco, Barley und den Boxer. Also quasi fast das gleiche wie aus der anderen Belohnung. Und dann noch Karl Skin, 2x Star Power, 1x Gadget. Das ist schon echt sehr, sehr krass, so viele Brawler auf einmal sozusagen mit einem Knopf freizuschalten. Das ist halt wirklich das Geile, dass man die Sachen dann mit einem einzigen Knopfdruck direkt einsammelt. Und ihr seht, wir sind back beim nächsten und zwar ist das der gute Holdig. Und da passt jetzt auch mal auf. Also das ist wirklich komplett eskaliert. Das ist hier nicht mal ein gekaufter Brawl Pass, sondern ein kostenloser Brawl Pass. Grau heißt ja immer, es ist der kostenlose Brawl Pass. Und gelb ist dann halt der gekaufte. Oh, was? Digga, er kann es auch gar nicht glauben. Schaut euch mal sein Gesicht an. Er ist so komplett verwirrt. Also, er hat hier einfach mal Lola, Sandy und Grom gezogen. Ich glaube, in dem Moment, wo er es eingesammelt hat, müsste Lola mythisch gewesen sein. Und dann halt auch noch Sandy. Das ist so unglaublich krass. Und vor allem aus einem kostenlosen Brawl Pass. Der ist nicht mal gekauft. Und als nächstes sind wir direkt mal bei Puki. Und ihr seht, er hat hier einen gekauften Brawl Pass aus Saison 2. Saison 2 war einfach mal die Saison mit Surge. Das ist schon so lange her. Und jetzt schauen wir mal, was Puki hier aus der Box zieht. Mit seiner Live-Reaktion. Wir machen es kurz und schmerzlos. 3, 2, 1 und let's go! Oh, wow! Was geht denn hier ab? Was? Oh. Digga, er hat einfach mal 12 Brawler mit einem einzigen Knopfdruck gezogen.
Search, Squeak, Frank, Jackie, Karl, Penny, Daryl, Rico, Rosa, Poco, Bale, dem Boxer, Brock und Search und Brock Skin. Natürlich, Search und Brock sind einfach so im Brawl Pass mit drin. Das heißt, insgesamt hat er 10 Brawler gezogen. 12 Brawler mit einem Knopfdruck. Und jetzt kommen wir nochmal dazu, was mir heute im Stream passiert ist. Und zwar einmal zu der ersten Stelle. Wieder eine Saison 7. LOL! Oh mein Gott, ich habe einfach aus dieser Belohnung hier Grom gezogen. WTF. Ihr seht, ich habe einfach mal easy Grom gezogen. Und zu der zweiten Stelle, die wollte ich unbedingt noch mit reinnehmen, weil ich hier quasi auch einen gratis legendären Brawler bekommen habe. Das seht ihr jetzt hier einfach mal inklusive meiner Reaktion. So, 6 verbleibende Leon. LOL, let's go! Boom! Boom! Hat sich doch noch gelohnt. Let's go! Aber jetzt kommen wir zu der krassesten Sache, die mir wirklich jemals im Brawl Stars passiert ist. Und das Ganze mit nur einem einzigen Knopfdruck. Ich war so erschrocken, dass ich es nicht mal gecheckt habe im ersten Moment. Und zwar ist das Ganze in einer Videoaufnahme passiert. Und zwar in diesem TikTok-Mythentesten. Das ist das letzte TikTok-Mythentesten-Video, was zu Fang online gegangen ist, was nicht mal 2 Wochen her ist. Und da seht ihr tatsächlich, was mir passiert ist, inklusive meiner und auch Lukas Live-Reaktion. Hä? LOL. Hä, warte, was? Oh mein Gott, krank. Hä? Lol, einfach so Mac auf. WTF? Digga, Lola, Ash, Mac und Grom. Okay, Alice, nimm das mal nicht mit rein. Das ist nämlich für so ein extra Video einfach. Also, Freunde, ist wirklich echt unglaublich krass. Ich habe einfach mal Lola, Ash, Mac und Grom gezogen. Wobei Ash halt der Brawler aus dem Brawl Pass war, Grom ein epischer Brawler, Lola mythisch und Mac natürlich einfach mal ein legendärer Brawler. Und auch Lukas und meine Reaktion waren wirklich echt zu wild. Wie gesagt, Freunde, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob euch das Ganze auch schon mal passiert ist. Gebt einen Daumen nach oben, checkt die Videos aus Sandcard aus und wir sehen uns im nächsten Brawl Stars Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.